Gras macht oder Käse. Ja. Spezielle Alpenkräuter. Die Kühe hier auf der Alp fressen nur das Gras, das wächst hier, ja, sonst bekommen wir sie nicht. Das gibt dann dem Käse oder Geschmack. Der Sommer fängt Mitte Juni an, gehen wir zuerst in die Vorsaß. Dann sind wir 14 Tage dort und zügeln erst hierher auf 1900 Meter. Im Moment sind die Kühe in Sousek. Das ist auf 2200 Meter. Wir stehen um 4:15 Uhr auf, dann gehen wir mit der Seilbahn ab. Dann gehen wir die Kühe reich auf die Weide, in unseren Stallen und dann melken. Im Ganzen sind 240 Stück da. Das Melken sind 80 Kühe. Und für mich ist jetzt das Melken macht mir schon am meisten Freude. Ja. Der Umgang mit den Kühen. Ja. Mit Tieren, die da sind und mit denen arbeiten. Und so, da gibt es immer Ringe. Ja. Ohne Fee macht es auch keinen Sinn auf die Alp, oder? Ganz früher haben sie die Milch getragen. Und dann war das Seilbändig, wo man nur Material transportieren konnte. Das war schon eine Erleichterung, aber jetzt die Bahn, wo man hier oben direkt in die Kanne melken kann. Ja, das ist schon eine grosse Erleichterung, sonst ist man gegen auf und abgelaufen. Es ist schon so streng, wenn man zu oberst ist, aber es ist viel wert. Sobald wir hier zu Sulzi auf dem ersten Staffel die mit Milch verkäsen, machen wir jeden Tag Halbkäse. Meine Eltern sind auch noch da. Christine oder Vater Samuel. Solange es die Eltern noch mögen, sind sie sich mehr Käserei. Die Würfel schneiden und dann in Formen verteilen die Erde. Also der Prozess selber gibt eine Menge Stunden. Das, von morgen um 8 Uhr bis zum Mittag. So, ja. Bei 4 Stunden. Ja. Es gibt Leute, die am liebsten schon nach 4 Monaten essen. So. Aber wir tun jetzt ein halbes Jahr lagern, nicht um etwas verkaufen. Es ist eine hohe Alp, es ist eine rauche Alp. Es gibt auch Zeiten, wo man durchbeissen muss, aber im Grossen und Ganzen. Man sagt, im Frühling geht man gerne zu Berg und im Herbst auch wieder gerne nach. Ja. Aber wenn die Zeit da ist, zieht es eben schon wieder zu Berg. Ja.